Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit meinem zweiten Char, ein Warlock. Haben ihn jetzt endlich so weit hochgespielt, dass ich ihn jetzt endlich, sag ich mal, grammmäßig auspacken lassen kann. Ja, wie man sieht, 291, muss die Waffen vom Titan rüberholen hier zu diesem Char. Aber 3 exotische Engramme gefarmt und 7 Glanzengramme. Jetzt wollte ich nur kurz zeigen, wie das gleich umswitcht hier. So, blub, gesehen. Die Waffen gibt es jetzt gerade, deswegen werde ich jetzt die Engramme öffnen. Alle 5 Minuten ändert sich das, habt ihr ja gerade live gesehen. Jetzt gehe ich schnell runter und mache die Sachen auf. Mal schauen, ob ich dann schauen wir doch mal, was wir uns mitgebracht haben. Die ich auch noch brauche. So, fange jetzt erstmal hier mit dem an. Okay, Flügel der heiligen Morgendämmerung. Das ist natürlich das, was ich eh schon habe, was man natürlich aus der Story bekommt. Nicht so schlimm. Dann haben wir die Wardcliff-Spule, die haben wir auch schon. Kann man ja auch aktuell noch bei Xur kaufen. Und Kernstein-Armbinden. Ja, war jetzt noch nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Aber, naja, gehen wir mal kurz rein. Erwähnen die Dunkelheit anschauen, was nicht. Das so ist. Ich will davon 2090 ist schon mal ganz nett. Aber wie gesagt, das gibt es aktuell auch gerade zu holen bei Xur. Also auf jeden Fall mitnehmen. So, verrückter Wissenschaftler haben wir einmal. Dann haben wir flüchtiger Abschuss. Dann haben wir einmal vergrößertes Magazin. Dann als hier das hier mechanisierter Selbstlader. Und dann hier noch Kompositschaft. So sieht das Ding aus. Macht lustige Geräusche, wenn es schießt. Oben steht noch als Einfallsreichtum Verzweiflung einen zufällig entstandenen Prototyp von schrecklicher Kraft. Dies waren die Faktoren, die bei Wardcliff Zwischenfall eine Rolle spielten. Okay. So, dann haben wir hier noch Kernstein Armbinden gekriegt. Das Gute ist, die habe ich noch nicht gehabt. Das ist schon mal super. Also freut mich, dass ich die gekriegt habe. Sieht noch sehr schick aus. Oh, doch, geht. So, was haben wir denn hier? Umarmung des Vampirs. Und dann hier Mobilitätsverbesserungsmodifikation. Dann hier einmal Flaschstrahl. Verstärkungsmodifikation. Ja. Was kann das Ding denn so? Umarmung des Vampirs. Nahkampfangriffe gewähren Kunst, Gesundheitsregeneration, Nahkampfgranaten sowie Fähigkeitsenergie. Okay. Den kann ich nicht. Ja. Ist aber okay. Steht da oben noch, du bist mein, du wirst mein sein, du und ich werden für immer eins sein. Aha, okay. Ja, zumindest was ich noch nicht hatte. So, die habe ich natürlich schon aus der Story gekriegt. Flügel der heiligen Morgendämmerung. Naja, aber ist eigentlich gar nicht so schlecht, weil Dämmerfoliant ist, wenn Dämmerklinge ausgerüstet ist, bleibst du beim Zielen mit Waffen in der Luft für kurze Zeit in der Schwebe, Präzisionstreffer erhöhen die Dauer dieses Effekts. Das ist eigentlich ziemlich cool. Also das, da kann man richtig gut sich verpieseln in der Luft und dann auf die Majors und was ich was alles schießen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mobilität wird verbessert und Restauraktiv Modifikation. Ja gut, ist ein Level nicht höher, ein Level höher, gut, wenn wir einsetzen. Kommen wir uns ein bisschen weiter, aber das kann ich erstmal direkt zerstückeln, leider. So, ja, ich kann ja kurz mal zeigen, was ich hier so drin habe vielleicht. Vielleicht interessiert sich jemanden. Diese habe ich mir auch schon gekauft gehabt, leider. Kann ich die eigentlich auch vernichten? Na, lass jetzt mal. Ich will vielleicht zum Titan rüber und dann mal halt implodieren. Einen zweiten Char hochziehen ist recht teuer. Braucht auf jeden Fall genug Ressourcen, vor allem auch Glimmer, weil man hier halt immer implodieren muss und Modifikationen einbauen muss. Das kostet ganz schön. Also müsst ihr auf jeden Fall ordentlich farmen. So, jetzt gehen wir jetzt zum ganzen Gramm auspacken. 7 Stück an der Zahl. Schauen, was da rauskommt. Hoffentlich was schönes, exotisches. Oder Glanzstaub. Dann kann ich mir auch noch was Schönes kaufen. So, dann fangen wir mit dem ersten an. Cool, die Zukunft ist Chrom. Waffenornament. Das ist ja schon mal nice. Das läuft ja schon mal. Und Goldspur, irgendwas. Gucken wir uns alles nach und nach an. So. Radlichthülle. Inugo-Matrix. Okay. Oh, oh, oh. Nochmal ein Geisthülle. Perfekt. Nebula-Rose, Shader, okay. Robe des Optimats, okay. Mitternachts-Clone und ein paar Modifikationen. Oh, ein Schiff. Alessa oder Aiesa, kann ich nicht genau lesen. Und Wassermelone, ja, okay. Zusammengedrängt, ein Tanz, okay. Wassermelone nochmal. Ein paar Shader, ein paar Mods. Und noch ein Geist. Ja, das war jetzt alles. Aber ein Ornament gekriegt, das ist schon mal nice. Mal gucken hier, die Sachen alle gelandet sind. So, Geister ist ein 3 Stück gekriegt. Graulichthülle einmal, dann einmal vertikale Hülle und hier nochmal aggressive Hülle. So, ein
bisschen genauer angucken. Oh, sieht ganz nett aus. Kann man so nehmen. Ich sehe sofort nach. Oh, haben wir's. Also sehen alle ganz nett aus eigentlich. Oh, ich bleib Moment den hier. Natürlich. Aber vielleicht werde ich ihn auch irgendwann nochmal anmalen. Mal gucken. So, da haben wir hier noch Robe des Optimatsgerichts Brustschutz. Sieht natürlich auch sehr nice aus, aber ich habe einen männlichen Warlock, deswegen sieht das eigentlich ein bisschen weiblich aus. Deswegen, na, weiß ich noch nicht. Das ist so behalte. Naja. Mal gucken. So, da haben wir hier das Everversum bietet Hüter, die unserer Meinung nach die Reise eines Hüters erleichtern. Yay, ja, das läuft. Das nehme ich jetzt mal rein. Ein Paket für Commander Savala. So, neues Schiff. Alessa-Schiff, okay. Oh, sieht auch ganz cool aus. Das werde ich direkt erstmal reinnehmen. So, wo sind die Ornamente alles? Kann ich da nochmal was angucken? Mal gucken hier, wo gucke ich denn, Ist das hier irgendwo gelandet? Nee. Wo landet sowas? Hier landet das, okay. Na gut, hier habe ich noch ein paar mehr Sachen gekriegt, natürlich, ne? Aber es sind Mods und irgendwelche Verschönerungen, wenn man startet, etc. Hier Hütergrün, Teleporteffekt. Ja, leere Effekte, Teleporteffekt. Ja gut, aber hier, die Zukunft ist Chrom. Waffenornament, verändere mit diesem Waffenornament das Aussehen von Hans Licht. Das Everversum bietet Güter, die unserer Meinung nach die Reise eines Hüters erleichtern. Mal gucken, wie es aussieht. Sehr nice, oder? Das hat schon was. Sieht auch ziemlich cool aus. Ja, da freut mich, dass ich das gekriegt habe. Ist schon mal sehr schön. Aber auch 7 Glanzengramm. Ich muss ja wohl nicht erwähnen, dass ich die ganze Lieferung zu dem Fanchurch geschickt habe. Sache ist eigentlich nicht so toll, finde ich. Das Everversum hat die besten Sachen. Ja, schlecht. Aber gut, kann man nie ändern. So, jetzt will ich mit dem Warlock noch ein bisschen weiterfahren. Morgen ist der wöchentliche Reset, da geht's wieder weiter. Und morgen kommen die Fraktionen. Mal gucken, ob die morgens um 11 schon oder vormittags schon um 11 freigeschaltet werden oder erst morgens abends um 19 Uhr. So, bin ich mal gespannt. Und dann schauen wir mal. 2 Chars werde ich auf jeden Fall Titan, werde ich Toten Orbit mitnehmen. Und hier muss ich noch gucken, was ich nehme. Weiß noch nicht genau. Und dann, ja, sehen wir uns am nächsten Wird wieder hier auf diesem Channel mit Destiny 2. Danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.